Hi, Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück bei Jurassic World Evolution. Ich will mal Evolutions sagen. Ich weiß gar nicht, das macht da irgendwie keinen Sinn, oder? Egal. Wir machen einfach weiter. Ich finde es übrigens mega toll, wie die Dinos einfach nur hier so unten rumstehen. Also hier, ihr seht das. Ein Strom. Stromausfall entdeckt. Wer Weil. hat das Licht ausgeschaltet? Neustarten. Hilfe, Neustarten. Stromausfälle sorgen von Zeit zu Zeit für eine reduzierte Leistung aufgewerteter Kraftwerke. Sabotage kann Kraftwerke lahmlegen, dazu führen, dass Gehegetore für einen gewissen Zeitraum geöffnet werden. Und wählen Sie mit R eine Ranger-Station aus und ordnen Sie einen Neustartauftrag an. Okay. Also R, Ranger-Team, Aufgabe, Neustarten. Einverstanden. Auf geht's. Fällt denn jetzt hier das? Fallen dann die Tore hier hinten aus? Ach krass, guck mal. Dann fallen hier, fällt hier die Energie aus und dann haben wir. Oh, da müssen wir ja echt aufpassen. Energieprobleme führen zu schlimmen Dingen. Das wollen wir vermeiden. Also, wie wär's, wenn Sie einfach Ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden? Ja. Wir haben zu wenig Strom. Ich habe das schon mitbekommen. Wir sollten vielleicht noch ein Kraftwerk bauen. Kann ich aber derzeit nicht. Also baue ich hier erstmal nur so ein Upgrade-Teil. Haben wir wieder ein bisschen Puffer. 9. Ja, das ist natürlich nicht viel. Das Problem ist, dass dieser Zaun hier hinten, dieser Elektrozaun, hat so viel davon gefressen. Also, gefressen. Wie die Dinos. Die Inselbewertung ist jetzt bei 1,6 Sternen. Wir haben hier zwei von diesen Beobachtungsteilen. Stromschutz, nein. Beschädigt, nein. Gäste, 15. Okay. Sieht's hier aus? Gäste, sichtbare Dinosaurier, 2. Gäste, 34. Okay. Er hat hier einen guten Blick. Und der hat. Naja, es geht so vom Blick. Wir könnten fast überlegen, ob wir hier unten diesen See noch ein bisschen vergrößern. Hier so. So. Perfekt, dann hat er hier vielleicht ein bisschen besseren Blick, wenn die da hochkommt zum Fressen. Ich hoffe, dass das klappt. Auf jeden Fall haben die aber einen Ausblick. Hier drüben muss ich dann auch nochmal so ein Teil hinsetzen. Machen wir am besten mal gleich. Bevor wir den Dino ausbrüten. Falsche Richtung. Hallo? Nein. Habe ich die Zäune irgendwie falsch rumgebaut? Kann das sein? Hä? Nee, so rum ist richtig. Hier ist jetzt wieder falsch. Hä? Okay, hier ist richtig. Okay, alles klar. Hier zwischen passt die leider nicht mehr, ne? Wenn ich die hier am Ende hier hinbaue. Ah, okay, hier kann ich sie drehen. Okay, da. Muss das bis da zeigen. Okay. Baue ich die dahin. Und baue hier einen Weg. Ja. Der hier dran lang führt. Ja. Und von da oben geht einen Weg nach da unten. Perfekt. Dann ist das hier auch entsprechend versorgt. Wird aber hier mit den Umspannwerken nicht passen. Verdammt. Das heißt, ich brauche noch mehr Strom wiederum. Ah, verdammt, verdammt. Wenn ich hier jetzt noch Strom hinbaue, Baukosten zu teuer. Viel Strom habe ich denn noch übrig? 7. Das ist alles sehr, sehr knapp bei uns. Wir müssen also demnächst auch noch in Strom investieren. Okay. Aber immerhin haben wir hier eine Besuchertribüne, die irgendwie doch mit Strom benötigter Stromwegverbindung. Also von irgendwas wird sie mit Strom versorgt. Ich weiß nicht genau von wo. Vielleicht auch von hier, von dem Teil, kann das sein? Kriegt ihr denn den Strom her? Weiß ich nicht. Gewinnspanne sieht gut aus. Gehen wir doch mal hin. 67.000. Einkommen durch Attraktionen. Gewinne durch Besucherzentrum. Okay. Klingt alles ja schon ganz interessant. Aber wir müssen hier den nächsten Dino reinbringen.
Das machen wir am besten, indem wir ihn jetzt ausbrüten. Hier. Los geht's. Ich bin gespannt. Achso, und wir brauchen natürlich noch Essen für den Dino. Dann machen wir hier erstmal so eine... Ist zu teuer. 250.000. Muss dann aufgefüllt werden. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt warten, bevor wir ihn ausbrüten, dass wir auch ihn verpflegen können mit Essen. Hier ist noch... Oh, hier ist auch nur noch eins drin. Das wird wahrscheinlich gerade aufgefressen. Hier drüben ist auf jeden Fall aber auch ein Dino, wo auch die Leute hingehen. Das gefällt mir auch. Sehr schön. Hier mit dem... Das noch nicht so... Das haut mich gerade noch nicht so um mit dem Weg hier. Das sieht irgendwie nicht schön aus. Aber hier das Gehege finde ich schön. Hier vorne hat man eine schöne Sicht, dass man den Dino hier entsprechend verfolgen kann. Ja, wenn man hier mal so... Ups, gehen hier mal ran. Ja, wenn man hier so dran steht. Ja, okay. Das gefällt mir. So kann es sein. So, 250.000 brauchen wir. Vervollständigen Sie ein neues Genom zu 50%. Ein neues Genom. Da müssen wir natürlich dann auch nochmal losschicken irgendwas, denn wir haben noch gar keine weiteren Dinos. Wir müssen hier natürlich auch noch beim Strom wiederum ein bisschen... Ah. Haben wir denn noch Platz? Hier hinten ist auf jeden Fall noch jede Menge Platz. Hier geht es so hinter. Könnten wir einen Weg dran lang führen? Okay. Das ist Labor. Wir haben, glaube ich, ein bisschen viel von diesen... Wir haben hier zu viele von diesen Teilen, von den Erfolgsrateteilen eingebaut. Kostet uns das Forschen eigentlich auch Geld wahrscheinlich, ne? Wenn wir hier drauf gehen, ich guck mal, Gebäude. Ja. Leiterladen. Können wir dann auch noch erforschen. Okay. Perfekt. Ja, also wie gesagt, das, der Park funktioniert so. Wir haben allerdings, geht immer ein bisschen das Geld aus. Ich guck mal hier auf den Souvenirladen. Wegverbindung haben wir. Wir gucken mal hier rein. 73 bringt der pro Minute. Das ist jetzt halt auch echt nicht viel, ne? Grenzen der Attraktion. Ah. Okay, können wir irgendeine Ansicht? Spaß. Einkaufen. Okay, ah, okay. Kann man die Ansichten so umschalten? Wird verkauft. Rosenbox. Ha? Kann man auch alles noch abändern. Aber vielleicht machen wir das nicht direkt am Anfang, sondern warten hier jetzt erstmal, dass wir das entsprechend Geld reinkommt. Und wir dieses Futterteil bauen können, weil der Dino hier auch schon bald voll ist. Und dann 250, habe ich gesagt, braucht das. Wir sind hier auch wieder echt knapp bei Kante. Knapp bei Kasse und knapp auf Kante genäht oder so, ne? Irgendwie so war der Ausdruck. Das kriegen wir schon... Immer schon zum Laufen. Ansonsten so ein Beschleunigungsteil gibt es hier, glaube ich, nicht. So. Machen mal das Spiel schneller, um Geld zu verdienen. Ah, hier unten. Au. Dinosaurierbewertung, Anlagenbewertung. Sehr hohe Kapazität. Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Hat sie denn so eine nasale Stimme? Hat sie Schnupfen? Klingt ein bisschen komisch. Der Inselbewertungsbildschirm enthält die Übersicht aller wichtigsten Elemente. Das haben wir doch schon gesehen. Das wissen wir doch schon. Okay, Inselbewertung, Gästeanzahl. Okay. Gut. Passt für mich so. Okay, dann haben wir jetzt genügend Geldmittel, um dieses Teil zu bauen. Das Ganze setzen wir mal hier hin. So. Da kommt jetzt lecker Essen raus. Mmh. Cool, was ist das? Geschreddertes Rind oder so? Auf jeden Fall ziemlich viel. So, und jetzt können wir loslegen. Oh, Futterstation muss aufgefüllt werden. Können wir uns das leisten überhaupt? Hungrige Dinosaurier sind nicht gut. Schicken Sie ein Ranger-Team, um Futterstationen aufzufüllen. 100.000. Okay. Das können wir jetzt nicht auffüllen, aber da drüben gibt es ja auch noch Futter. Die laufen dann hoffentlich einfach darüber.
Wieso ist hier eigentlich so ein Berg? Haben wir hier einen Berg aufgeschüttet? Moment mal. Ist ganz schön hoch hier. Das mal ein bisschen hier runter zu nehmen. Ja, besser? Ja, so ist besser. Dann glätten wir das Ganze noch ein bisschen. Ja. Super, hauen hier noch ein bisschen Gras rauf. Okay. Jetzt könnten wir unser Ranger-Team losschicken. Aufgabe hinzufügen. Und hier bitte einmal auffüllen. Genau. So, und jetzt können wir aber unseren Dino hier mal freilassen. Boah, unser erster Fleischfresser. Ich bin gespannt. Cool. Schnupper, schnupper. Ein Fleischfresser. Okay. Diesmal ein Ceratosaurus. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Boah. Oh, jetzt frisst er erstmal. Hm, ja, schmeckt's. Okay, Geborgenheit ist gut. Wald und Grasland ist auch okay. Er ist eher, wenn ich das richtig sehe... Nee, er braucht viel Grasland, nicht so viel Wald, oder? Ja. Sozial braucht er gar nicht. Aha. Sehr interessant. Ihr hättet es wahrscheinlich dann auch ein kleineres Gehege getan. Aha. Okay. Aber auf jeden Fall ist der ziemlich cool. Er sollte aber nicht so weiter nach hinten eigentlich laufen. Wenn ich das richtig sehe. Der läuft jetzt nämlich hier so aus dem Sichtfeld raus und geht irgendwo da nach hinten. Das heißt, wir könnten hier überlegen, ob wir das Ganze am Ende noch ein bisschen verkleinern. Wir haben aber noch nicht genügend Geld, um da wirklich was zu machen. Wir könnten überlegen, ob wir hier so ein bisschen das Ganze eingrenzen, dass er hier außen auch noch einen Weg rumführen kann, wo wir dann mehr von diesen Beobachtungsgalerien haben. Aber erstmal trinkt er hier und fühlt sich... Ich glaube, er fühlt sich wohl. Können wir mal zu dem reinfahren? Ups. Ist aber lustig. Also ich schnapp mir jetzt mal hier... Also das Ranger-Team müsste ja hier drüben jetzt aufgefüllt haben. Ja, hier sind die Tiere, da vorne sind auch Tiere. Sollte also reichen. Wir haben jetzt eine bessere Bewertung schon von 2,1 Sternen. Wir müssen mehr Dinosaurier freilassen noch. Wir brauchen noch ein zusätzliches Genom. Das heißt, ich schicke jetzt erstmal hier im Expeditionszentrum nochmal Leute los, um hier einen neuen Dinosaurier zu finden. Perfekt. Okay, wir müssten eigentlich, also eigentlich müssten wir dieses Gelände hier vergrößern. Hey, so klein ist es gar nicht, ne? Wir könnten, vielleicht kommen hier auch noch, können wir hier auch noch Dinos reinsetzen. Wo ist denn eigentlich der zweite Triceratops? Da sind die beiden. Wir könnten also theoretisch noch so ein Ethno-Teil hier reinbringen. Deutlich spannender hier, der, das Teil. In der Seite kommt man noch lang. Naja, würde eigentlich gehen. Mal gucken, hier geht das jetzt halt auch sehr weit hoch. Da sieht es nur so aus. Okay. Gut. Also erstmal gefällt mir das so. Ich gucke jetzt nochmal in unseren Park. Jetzt haben wir nämlich schon über 100.000 pro Minute. Dino-Akquise. Brüten Sie mindestens Sternkraft. Erhöhen Sie die Parkbewertung? Ja. Extrahieren Sie. Okay, alles klar. Wir sind an allen dreien dran. Wir müssten jetzt mal gucken. Er rennt jetzt... Ah, der ist hier unten dran, ja? Ah, okay. Ich würde ja erstmal gerne nochmal hier so ein Kraftwerk bauen. Das kostet 500.000. Guck mal, hier passt jetzt auch nichts mehr zwischen. Hier hinten,
Wieso passt da eigentlich kein Kraftwerk hin? Die Zahlen sehen großartig aus. Danke. Guck jetzt mal. Achso, kann ich nicht gucken, weil fehlt immer noch ein bisschen Geld. Wir müssen also quasi noch eine Minute warten, weil da steht ja immer pro Minute. Hier. Vielleicht probieren wir es das doch mal aus, mit dem zu lenken. Gott. Sind aber jetzt viele Besucher unterwegs. Fahren wir hier an der Seite lang. Oh. Gott, will hier keinen Besucher überfahren. Klare Wetterbedingungen bestätigt. Okay, sehr gut. Gott, gibt's hier keine Hupe? Meine Fresse. Komm, hier vorne geht's dann rein. Oh, falsche Seite. Ich guck mal, ob wir von dem hier ein Foto machen können. Vielleicht kriegen wir ihn sogar beim Fressen. Sieht nicht so aus. Fotografieren einfach mal so. Okay. Kompositionsbonus. Gut gemacht. Okay. Alles klar. Dann können wir jetzt erstmal zurück. Er kann ruhig zurückfahren, wenn er fertig ist. Das passt. Sollte man hier eigentlich nicht so eine Schleusen dann bauen mit irgendwie so zwei Toren oder so? Er fühlt sich schon sicher, ne? Geborgenheit ist gut. Sozial ist der eh nicht Bestand. Okay. Läuft er jetzt an? Läuft er uns hinterher? Will der da raus? Hallo? Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Ich dachte, der rennt ja jetzt raus gleich. Der begutachtet hier noch, ne? Sieht so aus. Also ich glaube schon, dass er sich hier wohlfühlt. Guter Dino. Ne? Gut. Dann eigentlich sitzen bei denen hier aus. Möchte der noch sozial haben? Ach komm, wir machen hier noch einen zweiten von denen. Dinosaurier ausbrüten. Können wir den auch gleich verändern dann? Gen modifizieren. Gucken wir doch da mal rein. Was haben wir denn hier? Aussehen. Beim Aussehen haben wir noch nichts. Okay. Belastbarkeit. Belastbarkeit erhöht. Bewertung auch leicht erhöht. Okay. Lebenserwartung wird nicht erhöht. Ich würde ja gerne die Lebenserwartung... Oh, Lebenserwartung. Hier. Lebenserwartung erhöhen. Sehr gut. Das ist gut. Das nehme ich mal. Stärke des Herzens. Das nehme ich mal mit rein. So, jetzt haben wir hier den. Kann ich das doch bei den anderen auch machen? Ich werde hier auch mal das Genom verändern. Ich werde hier... Ach, hier gibt es keine Lebenserwartung, ja? Belastbarkeit. Gute Verdauung. Okay, da ist er ein bisschen besser. Aber das haut mich noch nicht so um. Hier kann ich nichts machen, okay. Wie sieht es bei denen aus? Sind ja klein. Den kann ich quasi... eine andere Bewertung geben. Lebenserwartung finde ich eigentlich ganz gut, den mehr zu geben. Dann brauche ich die nicht dauernd nachzüchten, weil die sterben ja auch irgendwann. So. Hier auch. Genom modifizieren. Angriff. Ja. Unbekannt. Härte der Zähne. Bringt Angriff. Verteidigung. Haut. Verteidigung, okay. Hm, haut mich auch nicht so um. Das bringt jetzt hier einen Bonus. Okay, dann lassen wir das mal so. Und ich werde hier einen zweiten von denen ausbrüten. Dann sollten wir nämlich auch diese eine Aufgabe hier gleich abschließen. Ich kann hier mal bei den Fossilien aber reinschauen. Da seht ihr, da haben wir hier nämlich... Ach, das ist der. Ah, ich dachte, es wäre ein neuer Saurier. Okay, verstehe. Ja, das macht dann nicht so viel Sinn. Okay, aber wir können trotzdem hier was losschicken. Haben wir hier noch andere Sachen? Triceratops, Ethmo, Onsio,
Da ist der. Haben wir noch irgendwelche anderen Sachen, die wir hier in der Welt... Oh, hier drüben gibt es noch was in China. Oh, dann fliegen wir jetzt nach China. Da gibt es irgendwas Neues. Ich dachte, das wäre neu, aber das sind die kleinen hier. Okay. So, was können wir noch bauen? Wir können bestimmt was für die Gäste bauen. Was haben wir denn hier? Souvenirladen haben wir. Fastfood-Restaurant. Hier vorne passt zum Beispiel auch noch was hin. Da ist eh noch Platz. Hier oben ist noch viel Platz. Dann baue ich das hier zwischen, würde ich sagen. Unten laufen mehr Leute lang. Also bauen wir das, würde ich sagen, hier hin. Weil hier gibt es keine Energie. Müssen wir aber eh noch Energie hinlegen, ne, damit das passt. Gut, das machen wir gleich. Erstmal... Oh, ob hier der Weg noch nach unten passt. Machen wir mal so. Dann geht das da so ein bisschen hoch. Hier muss dann eine von diesen Stationen hin. Gucken wir mal. So, passt da noch was zwischen? Hier sieht es leider schlecht aus. Hier oben? Auch nicht. Dann muss ich die wohl oder übel hier unten irgendwo hinsetzen. Dann, das reicht ja dann nicht bis da. Okay, wir setzen die hier hin. Schließt die da an. Und wir bauen das dann da nach drüben. Ich werde hier einmal Abrissmodus die Teile abreißen. So. Achso, das auch. Oh. Müssen wir aufpassen, jetzt geht uns nämlich sonst gleich der Strom verloren hier. Sollten wir schnell machen. So, jetzt ist wieder angeschlossen. Oh, und wir brauchen natürlich Strom. Das war 500.000, ne? Also gehen wir hier auf Betriebs... Ne, nicht auf Betrieb. Handy. Ach, Strom. Ja, logisch. Macht Sinn. Gut, hier oben könnten wir auch noch Strom hinbauen, ja? Ne. Raumbeschränkung. Dahinter könnten wir es bauen. Hier. So, hier ist es verbunden. Und dann würde quasi hier oben, hier würde ein Weg hier nach unten führen, daran. Der Weg führt dann da weiter. Und hier können wir vom Kraftwerk den Weg runterlegen. So. Okay, dann haben wir erstmal die Stromversorgung auch. Wir gucken mal bei den Fossilien rein. Das können wir verkaufen, sehr schön. Was haben wir hier? Och, guckt mal. Mhm. Interessant. Das ist leider nicht sehr viel. Da werden wir gleich nochmal ein Expeditionsteam nach China schicken. Gut. Machen wir. Ich werde hier mal... Achso, wir werden mal den Dino hier noch freilassen. Jetzt haben wir auch gleich den Auftrag abgeschlossen. Aber erstmal lassen wir hier den kleinen, netten Dino frei. Na komm. Ja... Ja, der ist doch toll. Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Ah ja, super. Als wenn wir den jetzt verfüttern wollen. Wollen wir natürlich nicht. So, jetzt haben wir hier Aufträge durch. Sie sind die richtige Person für den Job. Beschaffen Sie 50% des folgenden Genoms. Hey, Isaac hier. Wie geht's? Okay, das sollten wir ja schon haben. Das ist eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Also eigentlich vom Ceratosaurus sollten wir doch 50% schon haben. Müsste doch schon abgeschlossen sein, die Aufgabe, gut. Oder? Mir geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Themenparks sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Gut. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Magazinieren wir ein paar frische Dinos? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. So, müssen wir jetzt noch was von dem irgendwie holen? Haben doch die Mission schon erfüllt. Wir haben doch von dem hier, von dem Ceratosaurus schon
Jetzt aber blöd. Ich will, dass die Mission hier abgeschlossen ist. Ich guck mal kurz. Nee. Hier ist ein Hotel, genau. Merkwürdig. Okay, ich gucke jetzt mal kurz auf den Strom. Wir haben hier genügend Strom, das ist gut. Das heißt, wenn unser Kraftwerk hier ausfällt, wenn irgendwas kaputt geht oder so am Kraftwerk, dann können wir das darüber beheben. Gewinn hat sich auch erhöht. Ich will mal gucken, ob wir hier bei den Sachen Ausfallschutz vielleicht hinzupacken können. Gucken wir mal. Oh, super. Wir haben hier von dem jetzt richtig gute Genome bekommen. Oh, das ist top. Da kommen wir bei dem richtig voran. Und ich werde jetzt einfach nochmal ein Team... nee, das ist das Falsche. Geh mal hier hin. Expeditionsteams, Expeditionskarte. Ich werde jetzt einfach nochmal so für den Cerato hier nochmal ein bisschen Genom holen. Vielleicht können wir damit hier unten diese Aufgabe erfüllen. Okay, nee, das wollte ich nicht. Dann gehe ich doch mal hier auf Aufträge. Das checke ich jetzt nicht ganz. Mission, hier. In einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten und freilassen. Ach so. Ich muss den freilassen. Na dann, was passiert, wenn wir hier einen zweiten dazugeben? Kriegen die dann Riesenprobleme? Ich hoffe nicht. Wir werden jetzt aber erstmal hier im Forschungszentrum nochmal kurz so bei Gebäude-Upgrade schauen. Ach so, hier kriege ich zusätzliche Gebäude. Das ist nett, will ich aber gerade nicht. Jetzt bin ich auch schon wieder falsch. Hier ist die Forschung. Hier, Gebäude-Upgrades. Ausfallschutz. Erdungseinheiten verringern das Risiko eines Stromausfalls in aufgewerteten Kraftwerken um 10%. Und reduzierte Unterhaltskosten. Aha. Ausfallsicherheit ist für mich nicht ganz unwichtig. Wir nehmen mal das hier rein. Wir haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Genau. Wir haben noch einen Auftrag erledigt. Super. Hier warten wir dann auf den zweiten, der zurückkommt. Können wir noch irgendwas anderes? Fastfood-Teil haben wir jetzt ja auch. Das ist hier und bringt uns auch noch Geld. Dino-Häppchen werden da verkauft. Na, ich hoffe nicht von echten Dinos. Gäste, Strom. Oh, hier ist der Dino und frisst. Und die Besucher, die hier sind, sichtbarer Dinosaurier, 67 Gäste sind hier und denken sich, boah, cool, ein Dino, der frisst. Ist aber auch ein bisschen cool. Gut, können wir hier noch andere Sachen bauen? Was haben wir denn noch? Hotel. Schutzraum. Ein Schutzraum, da haben wir ja da vorne eingesetzt. Der wäre praktischer gewesen, wenn wir den irgendwo hier gebaut hätten. Sehe ich gerade. Ja, hier zum Beispiel an die Straße ran. Dann würde der das abdecken. Jetzt haben wir ihn halt da. Aber na gut. Das ist schon okay so. Ich werde hier mal noch eine Aussichtsplattform ranbauen. Wo ist denn das Gehege? Hier. Wechsel die einmal. So. Genau, die soll ja hier das so abdecken. So ist okay. Genau. Dann führt hier hinten nämlich ein Weg lang. Hier rum. Ja, der bis da nach vorne führt. Genau, wegetechnisch führt das... Guck mal, hier dann so weiter, genau. Und hier die Aussichtsplattform. Müssen wir nur mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen was von den Bäumen wegnehmen. So. Und ich würde sagen, auch ein bisschen was von dem Wasser hier unten. Wasser lieber ein bisschen hier lang setzen. So. Genau. Besser. Okay. Super, und dann kommt hier nämlich so ein anderes Fütterungsteil hin mit so einer Ziege. Zack. Was sehen die von hier? Unsehen. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Okay, zwei von denen kriege ich nicht hin.
Deswegen lehne ich das jetzt ab. Ich will nicht noch einen da. Also, wir brüten jetzt eh schon einen aus. Und das reicht dann auch. Genau, hier ist jetzt eine Ziege raus. Und schnappt er sich dann die Ziege? Weiß ich nicht genau. Also, bestimmt, aber ich weiß nicht, ob er Hunger hat. Wasser, sozial. Müssen wir mal gucken, ob was passiert, wenn wir da zwei reinsetzen. Kämpfen die dann miteinander oder so? Wir wissen es nicht. Aber wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Also bleibt gespannt und bleibt dran. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Jurassic World Evolution. Bis dahin, macht's gut!